Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Lily Looking Through. Wie man hier sehen kann, sind wir wieder genau so, wie wir angefangen haben. Denn das Spiel kann sich leider nicht merken, wo wir aufgehört haben. Weswegen man deshalb immer schön im nächsten Abschnitt anfangen darf. Was ich zwar nicht verstehe, aber es ist halt so. Mal sehen, ob sie das Ding jetzt erstmal wegschieben kann. Damit wir hier rankommen. An dieses. Ach so. Gehen wir. Geht sie wieder dahin? Und ich hoffe, es ist so, wie es sein soll. Jetzt kann unsere kleine Lilly das Ding wieder dahin schieben. Damit es kräftig runterrollt und. Ups. Das war aber vorherzusehen. Aber jetzt in der Vergangenheit ist das Boot noch da. Oder es ist wieder da. Spring, Lilly, spring! Zack. Geht doch. Ein eleganter Sprung. Na dann. Auf in dem Boot. In den Hafen. Oder in diese Art Festung. Na denn. Auf jeden Fall. Sieht es sehr schwer befestigt aus. Ups, da hat sie das Ding weggepackt. Mal schauen. Jetzt tauchen zwei Räder auf. Eins davon muss ja das Richtige sein. Was machst du? Dann muss das jetzt runter. Oder? Mit Rücksetzmechanismus. Funktioniert das? Nö. Aber man sieht, sie kann schwimmen. Interessant. Nö. Ich glaube, ich muss ihr wieder Wasser reinlassen. Reagiert das hier jetzt? So macht man das also. Nicht schlecht. Sogar mit Schleusenanlage. Und da wären wir in dieser Festung. Wie kommt sie hier rauf? Auf jeden Fall. Achtung, es wird nass. Versuch doch mal hier rauf zu gehen. Auf jeden Fall habe ich noch was in Erinnerung, was man hier zu tun oder zu lassen hat. Und mich würde ja mal interessieren, wie alt ist alles hier? Na und? Na, also. Damit haben wir also das Rätsel gelöst und sind hier gleich auf der Mauer gelandet. Ich weiß ja nicht, wie viel sie wiegt. Aber es ist erstaunlich, dass, sagen wir mal,
der Schwung von 20 oder 25 Kilo Lilly ausreichen, um das Ding umzuschmeißen. Und schön aufpassen, wo du lang gehst. Na also, da ist sie in der Tür. Wie schaut's jetzt aus? Na also. Das war ein relativ kurzer Abschnitt. Und da wir erst 6 Minuten hinter uns haben und ein mieses kleines Vieh unsere Brille gestohlen hat, denke ich, kann ich das soweit noch reinnehmen. Die Beleuchtungseffekte sehen auf jeden Fall sehr stylisch aus. Und jetzt haben wir keine Brille. Tut sich was, wenn wir drehen? Da dreht sich auf jeden Fall was. Und mal sehen. Was macht das? Nichts. Wir wollen doch erstmal für Licht sorgen. Auf jeden Fall geht es darum, wir sollen mechanische Gerätschaften ausprobieren. Sowas hier zum Beispiel. Und was machst du? Na denn. Zwei von dreien sind schon offen. Mal sehen, was hier noch passiert. Auf jeden Fall ist es eine sehr geheimnisvolle Höhle. D. Was bedeutet D? Ah, Drive. Zumindest geht es darum, dass sich diese Lampen bewegen. Man soll die Lampen so erstellen, dass sie sich dauerhaft drehen. Und dass unsere Lilly deshalb von links nach rechts springen kann. Und was bedeutet das wieder? Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die sich dauerhaft drehen. Gehen wir erstmal hier lang. Vielleicht können wir damit was bewirken. Ein hübscher kleiner Abenteuerspielplatz. Na, also. Ich glaube, hier gibt es irgendwo. Und warum geht sie da jetzt nicht lang? Fragen über Fragen. Es geht, glaube ich, darum, dass man Steine hat, die man nach dem Ding da schmeißt. Auf jeden Fall, dieser Ort sieht noch mit am wenigsten kaputt aus. Ja. Und wie sollen wir jetzt... Steine! Nimm sie! Ah, da ist ein Stein. Nein! Oh, anders recht. Ich vergrößere mal. Warum nimmt sie nicht den Stein? Ja, und? Auf
jeden Fall die grobe Mechanik haben wir verstanden. Versuch's mal. Und schafft es? Gib mir die Brille. Naja, auf jeden Fall, jetzt haben wir das geschafft, dass wir das dann so hindrehen können. Und es ist erstaunlich, dass nach all den Jahren die Gummis von diesen Apparaturen noch laufen. Und da fährt sie wieder nach oben und kann endlich das tun, was sie immer tun sollte. Spring mal auf das Ding da drauf. Na los! Mhm. Ich glaube, man muss es so erstellen, dass... Ah, ich weiß es nicht mehr. Naja, fast. Aber gut, Ding will Weile haben. Oder auch nicht. Ich muss das Ding hier auf jeden Fall nochmal ausklappen. Und jetzt dreht es sich endlich. Na los. Na endlich. Und ich hoffe mal, es ist so gemeint, wie man es meinen kann. So. Das Prinzip habe ich verstanden. Und ich hoffe, dass es jetzt stimmt. Und versuchen wir es doch einmal. Na also. Na also, ich hab's verstanden. Ups, da guckt sie noch. Sprung, Sprung auf. Ich hab's auch. Na los, Lilly, spreng wieder. Na also. Zack, zack, zack. Die Steuerung ist ein wenig komisch. Oder ich bin's. Na jetzt. Na also. Und das war's mit dieser Szene. Auf jeden Fall in dieser Szene wird es jetzt richtig knifflig. Naja. Auf jeden Fall erst einmal laufen wir durch. Wobei wir müssen beim nächsten Mal sowieso wieder ganz am Anfang von diesem Part beginnen. Naja, ich beende jetzt mit diesem Part und wir sehen uns in der Endkarte wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.